GG! Wow, meine Freunde, zum letzten Mal in diesem Jahr. Und heute habe ich ein ganz spezielles Video, denn wir fassen nochmal das Jahr 2017 zusammen. Das Jahr 2017 war für mich wirklich, ich glaube, das beste Jahr mein ganzen Leben. Und wir lassen das Ganze nochmal Revue passieren, denn 2016 ist es so gewesen. Auch wenn es nur wenige wissen, ich ein wirklich sehr depressives Jahr hatte, in dem ich mich eigentlich ein bisschen zurückgezogen hatte und gegen Ende des Jahres erst wieder aufgetaut bin. Mir hat das sehr geholfen, damals 2016, dass wir YouTube machen, da mit Wuschel, dass wir Gamebuds haben, dass wir unsere ganzen Kreativitäten da auslassen können, und dann irgendwann war das Jahr zu Ende und es begann mit dem neuen Jahr. Und es sollte das Beste meines Lebens werden bis jetzt. Seit Ende 2016 habe ich auf einmal angefangen, mich komplett in eine andere Richtung zu entwickeln und Persönlichkeitsentwicklungsbücher zu lesen, was einen wirklich weiterbringt. Ich habe angefangen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, weil ich irgendwie selber noch nie so lange alleine mit mir selbst war, so gefühlt. Und auf einmal habe ich Gefühl zu mir selber gefunden. Und ich wollte auf einmal jedes Wissen auf der ganzen Erde konsumieren und in mich einsaugen und habe gelernt, erstmal versucht, das Persönliche weiterzuentwickeln, die Welt an sich zu ändern, versucht noch mehr Gutes zu tun, versucht zu finden, was macht dich aus, was willst du den ganzen Tag machen. Und so begann ich 2017. Und es sollte sich lohnen. Denn Anfang des Jahres ging es gleich los, dass ich in Bayreuth im Kino als Gastredner mit einem anderen YouTuber für ein Projekt sprechen durfte. Also wir waren die Gastredner als YouTuber. Die Bundesagentur für Arbeit hat im Kino einen Film ausgestrahlt, der hieß Please Subscribe Me. Viele kennen ihn vielleicht von YouTube. Der handelt über YouTuber. Und danach durften wir unsere Erfahrungen als YouTuber, als Gastredner darstellen. Und das war schon für mich ziemlich krass, mal vor ein paar Leuten zu reden über YouTube und mir auch andere Meinungen dazu einzuholen, beziehungsweise mal andere Sichtweisen zu sehen, wie zum Beispiel, dass für YouTuber nicht unbedingt Geld das ist, womit sie was verdienen oder was sie sich damit erfüllen, sondern so ein bisschen die Aufmerksamkeit, dass man sagt, man wird bezahlt in Aufrufen, in Aufmerksamkeit, und ich glaube, das trifft auch viele YouTuber zu, inklusive mir. Und Anfang des Jahres durfte ich auch in einer Form des Tube Munich Benjamin, Tommy und den Heider kennenlernen. Und das war auch schon mal eine sehr geile Erfahrung. Da gab es auch sehr geile Werte für mich. Und da habe ich so angefangen, okay, ich muss auf Seminare und weiter und mich fortbilden und so weiter und so fort. Komme, was wolle. Nebenbei hatte ich dann auch mal die Möglichkeit, in Sachen Film und Schnitt mit DocDesigns zusammenzuarbeiten, was dann am Ende des Jahres auch nochmal passiert ist. Und von denen muss ich auch sagen, konnte ich echt viel lernen, was in Sachen Schnitt und so weiter ist. Sie bedient zwar ein ganz anderes Milieu, aber in Sachen Schnitt konnte ich echt voll viel lernen. Also versucht euch wirklich mit so vielen Leuten zu connecten, wie es geht, und versucht von jeden zu lernen, denn jeder hat euch irgendwas zu bieten, was er sich angeeignet hat. Ich habe dann meine Ersparnisse in die Hand genommen und bin direkt auf Seminare gegangen zu Social Media Betreuung, zur Selbstständigkeit bei Calvin Hollywood, bei Dirk Kräuter zum Verkaufen. Also das heißt, ich habe mich auch im Verkauf, also meinen Hauptberuf, weitergebildet, weil ich sagen wollte, okay, wenn du Wissen aufsaugst, kannst du einfach besser damit arbeiten, und deswegen habe ich mich einfach wirklich selber fortgebildet. Während andere auf den Karnevalen waren und haben sich vollgesoffen, war ich 2 Tage, 12 Stunden oder 10 Stunden in einem Seminar und habe mir das Verkaufen angelernt. Also, dann ist doch klar, dass man irgendwo auch ein bisschen besser wird, weil ich kann es euch nur mitgeben. Entwickelt euch weiter. Und dann war auch schon im März das erste Tubers Club-Treffen, auf dem ich teilnehmen konnte. Das war in Stuttgart und das war mega cool, weil ich auf einmal den Dan von der Kreativecke zum Beispiel kennenlernen durfte und ich so gesagt habe, okay, ich habe die ganze Zeit geschnitten mit Magix und hab mir deine Tutorials angeschaut, damit ich besser werde, und auf einmal stehst du so vor mir und ich so BAM! Voll krass. Genauso war es auch cool, dass ich auf einmal mit Benji da war, bei Ben, und wir ein Video für seinen Kanal gedreht haben mit Dan und mit Nier, und das war einfach awesome, dass das so geil geklappt hat, dass man sich so geil connecten kann und da einfach zack Videos produzieren kann. Und deswegen geht raus, trefft euch mit anderen Leuten, connectet euch mit anderen YouTubern, oh mein Gott. Dann später durfte ich auch Mr. Trashpack noch kennenlernen, denn er war auch auf den Tube Munich und hat sein Buch vorgestellt, und das war auch sehr interessant. Das Buch habe ich mir natürlich auch gleich geholt, ist sehr schön geschrieben, ist aber wirklich für Einsteiger gedacht. Nachdem wir hier auch das Gamebuds Studio errichtet hatten, was ziemlich cool war, also das, ich zeige dir rüber, weil es da drüben ist, durfte ich einen meiner Träume leben, denn ich hatte auf einmal die Möglichkeit bekommen, mit Freunden nach Japan zu reisen, und das war für mich einfach ein Lebenstraum, den ich schon seit 10, 15 Jahren habe, und auf einmal ist das passiert, dass
wirklich das geschehen ist, dass ich nach Japan konnte. Schaut euch gerne mal meine Vlogs an dazu. Da gibt's echt, da habe ich jeden Tag dokumentiert. Ich bin jeden Tag mit der Kamera. Ich habe nachts geschnitten. Wir haben uns einen WLAN-Router geholt, so einen mobilen, damit ich das hochladen kann. Ich wollte jeden Tag mit euch teilen und das habe ich auch geschafft. Da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Und diese Erfahrung hat mir so viel gebracht und mich so weit im Leben vorangebracht, auf einmal eine komplett andere Kultur, die komplett anders tickt, kennenzulernen. Und da denkt man schon sehr über Deutschland auch nach. Aber ich glaube, das verdient nochmal ein komplett anderes Video oder ein eigenes Video. Und was ich vorher schon gelesen hatte, was wirklich vielen Stars passiert, so wie Michael Schumacher, nachdem man ein Ziel komplett erreicht hat, was man sich sein Leben lang erhofft hatte, wo man sein Leben lang dafür gekämpft hat und man hat auf einmal diesen Lebenstraum erfüllt. Ihr seid danach nicht glücklich, ihr seid danach absolut depressiv. Ich bin danach total in ein Loch gefallen und auf einmal kam dieser Kanal wieder. Mein Weilbaum-Kanal wurde zu der Baumi. Erst mit Anfang des Jahres erstmal mit diesen Persönlichkeitsentwicklungen und dann bin ich auf einmal umgeswitcht, weil ich von Japan nicht mehr klar kam und dieser Kanal wurde zu einem Chainsaw und Vlog-Kanal. Das war die Geburtsstunde von diesem Kanal und ich kann ganz stolz sagen, dass wir jetzt schon über 500 Abonnenten haben in sehr kurzer Zeit. Also wirklich komplett aktiv angefangen, war ja so Mitte des Jahres, also ich hatte auf einmal jetzt in den letzten 4-5 Monaten fast 400 Abonnenten Zuwachs, was echt ziemlich heftig ist für so einen kleinen Kanal und vielen, vielen Dank dafür. Und kaum in Deutschland wieder angekommen, ging es dann auch schon wieder weiter, auch wieder zum Cube Munich und da war dann Haider und Klengarn und diese Kombination das erste Mal zu erleben, wie sie sich auch selber das erste Mal getroffen haben, war ziemlich cool und man konnte auch mit beiden reden. Wir haben dann ein richtig cooles Video für Gamebuds gedreht mit dieser Bean Challenge, wo dann auch CEO Klengarn, Open Mind, Haider und so weiter alle mit drin waren und ich mir so denke, okay, wir haben voll das krasse Video am Start. Also es war jetzt nicht qualitativ das allerbeste Video, aber du denkst dir so, okay, ich bin mit YouTubern in dem Video, die voll groß sind und oh, jetzt werden wir voll berühmt und es wurde nicht einmal 1000 Mal angeklickt und du denkst dir so, okay, das ist nicht der Weg, den man gehen sollte. Man sollte wirklich auf was Festen aufbauen. Auch jedes Mal, wenn irgendwie was negativ gelaufen ist, habe ich mittlerweile den Aspekt, okay, du kannst daraus lernen und das nächste Mal einfach besser machen. Deswegen lasst euch nicht demotivieren von negativen Ereignissen. Daran wachst ihr, weil ihr merkt, okay, es geht nicht so, sondern es muss in die andere Richtung laufen und da müssen wir jetzt hin. Und nur wer Fehler macht, kann auch daraus lernen. Wer keine Fehler machen will, der darf nicht leben. Denn darauf basiert das Leben. Schon als Kind fängst du an und versuchst zu laufen und fällst hin. Das wäre schon ein Fehler. Also müsstest du eigentlich niemals laufen können. Also machst du es wieder und fällst wieder auf die Schnauze und machst es wieder, bis du laufen kannst. So geht das Leben. Und dann war da noch dieses mega geile Event von dem Tubers Club, Tube Munich und dem Bavaria Film Studios. Denn da gab es ein Bootcamp in der Kooperation mit allen. Und wir durften einen kleinen Minifilm zu Hashtag Du hast die Wahl drehen. Dazu kommt auch nochmal ein Beitrag bei mir jetzt nächstes Jahr. Aber das war eine richtig coole Erfahrung, mal mit vielen Creatern zusammenzuarbeiten. Es gab dann 3 Teams, jeder hatte seine eigenen Sachen. Wir durften dann an einem Film arbeiten und haben die Bavaria Film Studios nutzen dürfen dafür. Und das war awesome und vielen Dank für diese Möglichkeit. Deswegen, wenn sich sowas ergibt, denkt nicht drüber nach, was ihr zu Hause machen könntet oder so. Nehmt euch die Zeit und fahrt dahin. Und dann war Mitte des Jahres noch eines der krassesten Events in meinem Leben, würde ich fast sagen. Denn Wuschel, Elina und ich sind direkt nach Kiel gefahren, um uns mit ein paar kleinen Gamebatzen zu treffen, also unserer Community. Und das war, glaube ich, auch eines der schönsten Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe. Und deswegen mache ich auch YouTube, wenn du merkst, okay, du berührst irgendwo andere oder du kannst jemand anderen ein bisschen mit deinen Videos helfen. Und das war wirklich der Fall und du hast so viel zurückbekommen auch dafür. Und vielen Dank an euch, dass es euch gibt und ich würde euch gern alle besuchen. Aber das war halt schon der erste Schritt in diese Richtung, wo du dir denkst, okay, darum mache ich YouTube. Das ist ein bisschen das, was es mir zurückgibt, weil wir ja ziemlich unsere ganze Freizeit und unser Geld dafür opfern. Und kurz darauf ging es dann schon wieder weiter und da hatte ich den kranken Trip, dass ich dank Ben und Mo noch auf die Gamescom gekommen bin und bin dann direkt losgedüst. Ich habe so 2 Tage vorher das Okay bekommen, ja, du kannst mit auf die Gamescom. Ich so, okay, alles klar, hab die Sachen gepackt, bin da losgefahren nachts um 3 und war dann den ganzen Tag auf der Gamescom und bin dann weitergefahren direkt zu King Kev, um mit denen noch ein paar Videos zu machen. Das war das erste Mal, dass ich wirklich auf der Autobahn so ziemlich fast eingeschlafen bin. Also übernehmt euch nicht mit euren Aktivitäten, das kann ich nur sagen. Aber auch hier, das waren richtig coole Erfahrungen. Auch dort habe ich wieder sehr viele YouTuber getroffen,
mit denen wir eben über Tubers Club oder Tube Munich oder einfach generell YouTube, mit denen man zusammenarbeitet. Ich wäre gerne noch auf die Video Days, aber das hat dieses Jahr nicht geklappt. Aber hey, es gibt ja noch 2018, wenn ich nicht sterbe oder so. Und dann gab es noch an meinem Geburtstag ein richtig geiles Event. Und zwar in Stuttgart durften wir in die Sprungbude. Das war ein Event vom Tubers Club in Kooperation mit der Sprungbude, wo wir dann wirklich diese Halle nutzen durften, dort Seminare hatten. Also wir konnten das komplett für uns nutzen, bis sich dann irgendwann die Pforten öffneten und wir Autogramme geben durften. Ja, ich jetzt weniger, aber halt die größeren YouTuber auf jeden Fall. Und das war schon sehr cool und jeder hat was davon gehabt und alle kleinen Fans durften dann auf einmal mit denen in der Sprungbude chillen und rumspringen und selber Videos drehen und so weiter. Und das war richtig cool. Und dann hat mich Mr. Ananas nochmal überrascht mit einem, in Anführungszeichen, sehr günstigen Urlaub. Der war so günstig, dass ich auf jeden Fall nicht Nein sagen konnte. Und wir sind nochmal zusammen in die Türkei für 2 Wochen, wo ich auch noch niemals war. Und das war auch eine sehr coole Erfahrung. Wir waren da in Alanya. Ich meine, da gibt es auch coole Video-Vlogs dazu. Gebt euch die auf jeden Fall mal. Und das war auch eine sehr geile Erfahrung. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich 2-mal im Jahr in irgendeinen Urlaub gehe vorher. Und direkt nach der Türkei, denn in der Türkei habe ich mit Mr. Ananas zusammen so das Konzept entwickelt. Wie machen wir der Baumi weiter? Wie kommen wir auf 500 Abonnenten? Okay. Du hast jetzt die Zeit getauscht auf Arbeit, also weniger Geld für mehr Zeit. Also machst du jetzt 7 Videos die Woche. Und ich habe das jetzt echt relativ lang durchgezogen. Jetzt irgendwann merkt man halt wirklich, okay, die Quantität kommt nicht mit der Qualität. Und deswegen jetzt auch seit kurzem die Umstrukturierung. Es kommen nur noch 2 Videos die Woche, aber die dann mit sehr viel Liebe. Und so sollte jetzt dann auch 2018 ausschauen. Dafür kommen sehr viele geile andere Projekte und ich werde versuchen, sehr viele Kooperationen wieder startklar zu machen für euch, dass ihr auch was zu sehen habt, dass ihr nicht immer nur diese Fresse hier seht. Aber gehen wir zurück zum Jahr, denn es ging dann direkt weiter. Jetzt kam erst letzte Woche oder diese Woche der Vlog raus. Ich war auf der GoPro-Schulung. Von GoPro direkt wurde uns die neue Hero Session vorgestellt und wir durften dann wieder Wasserrafting machen, was sau cool war und eine sehr coole Erfahrung. Und da bin ich auch wieder nach Leipzig gefahren, wo man sich so denkt, okay, du düst hier die ganze Zeit durch Deutschland rum und so, aber es hat sich voll gelohnt. Ich hatte ja auch zum Beispiel auf diesen kleinen Trip nach Berlin, wo ich für 2-3 Tage nach Berlin mit hochgefahren bin und habe als Board Stewardess mitgeholfen. Dafür konnte ich kostenlos mit hoch. Und da bin ich dann auf eigene Faust durch die ganzen japanischen Läden, also J-Store und hier das Kami Café und so weiter, habe ich mir alles angeschaut und das war eine sehr, sehr coole Erfahrung und ein cooler Vlog. Also bitte auch gerne noch anschauen. Und ja, und es waren so viele Eindrücke dieses Jahr einfach. Ich glaube es einfach nicht. Und während ich dann noch für die Fight Night gefilmt habe, also das heißt dann nochmal mit DocDesign zusammengearbeitet habe für dieses mega krasse Projekt Fight Night, also als Kameramann aktiv gewesen war, was auch eine sehr geile Erfahrung war, vor so vielen Leuten da direkt am Ring mit der Kamera rumzulaufen und so weiter, war der nächste Trip, der auch durch Mr. Ananas war, und zwar nach Amsterdam zu Veronika, die wir in Japan kennengelernt haben. Und das war auch ein mega cooler Trip. Es war, glaube ich, noch nie so anstrengend, da hinzukommen, weil wir mit dem Flixbus gefahren sind und einfach mal 13, 14 Stunden da hochgefahren sind und dann so angekommen sind. Oh Gott. Okay, ihr seid da, wir können direkt weiter. Yay! Aber jede Anstrengung dafür hat sich rückblickend gelohnt, weil ich wäre sonst nie nach Amsterdam oder so gekommen. Also ich bin vorher nie wirklich groß gereist und auf einmal war 2018 da und ich bin auf einmal in 3 Ländern gewesen und das war richtig heftig. Auch Deutschland bietet so viel, wenn man da ein bisschen rumreisen kann. Leute, das bildet total weiter, macht das auf jeden Fall. Und dann war jetzt auch noch vor ganz kurzer Zeit in Köln noch der Tubers Club, das letzte Event in diesem Jahr, und da haben wir dann Tomatolix kennengelernt, was auch ziemlich cool ist. Also Felix echt voll die coole Socke und es gab sehr coole zu Projekte bearbeiten und lauter solche Geschichten und es war auch ein mega cooles Event. Vielen Dank auch dafür an die Creator in Köln und Tubers Club. Nein, das war noch nicht das letzte. Melissa Lee war noch in Tube Munich. Es war auch eine sehr kleine Runde, aber dazu findet ihr mehr in dem Vlog. Ich glaube, das Video ist jetzt eh schon viel zu lang, weil ich kürze es jetzt auch ab. Es waren zum Beispiel noch Messen dabei, wie zum Beispiel die Kawichi-Con, das Japan Dult oder auch die Frankfurter Buchmesse, wo ich meinen eigenen kleinen Stand aufgebaut habe, um den Kanal zu repräsentieren. Und so wird es auch nächstes Jahr weiterlaufen. Also wenn ihr mich auf irgendwelchen Messen seht, kommt zu mir und drückt mich oder so. Macht, was ihr wollt. Nein, das hätte ich nicht sagen sollen. Rückblickend war dieses Jahr wirklich das allerbeste Jahr für mich und das nur, weil ich meinen fetten faulen Arsch hochgebracht habe und es geschafft habe, so viel von der Welt zu sehen, so viel von Deutschland zu sehen, so viele neue Leute kennenzulernen. Es ist gigantisch.
gigantisch. Ich vielen, vielen Dank an alle Leute, die ich letztes und dieses Jahr kennengelernt habe. Mein Bekanntenkreis hat sich so extrem ausgeweitet und ich habe so viele coole YouTuber, Menschen und generell kennengelernt. Es ist einfach unbeschreiblich und ich hoffe, es geht alles so weiter und 2018 kann ich am Ende des Jahres wieder so dastehen und sagen, das war noch geiler. Und deswegen vielen, vielen Dank für dieses Jahr. Vielen Dank für alle Menschen, die meinen Weg gekreuzt haben. Nochmal das Appell an euch. Tut was, geht raus, trefft euch mit anderen Leuten. Seid nicht in eurer eigenen kleinen Welt gefangen, sondern geht raus. Und es gibt so viel zu entdecken, wirklich. Und ihr werdet am Ende des Jahres dastehen und sagen, das hat sich gelohnt. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir 2018 noch hier auf dem Kanal als starke Community weitermachen und das noch weiter voranbringen. Und das wird noch cooler alles werden. Und ich freue mich auch schon, wenn wir dann noch mehr sind und uns mal alle treffen und so weiter. Und deswegen lasst immer fleißig Kommentare da, lasst fleißig Likes da und teilt das gerne in irgendwelchen sozialen Medien, wenn ihr das machen möchtet. Es wäre wirklich nett und wir könnten den Kanal noch weiter nach oben schießen und es gibt noch mehr geilen Stuff. Ich bedanke mich an dieser Stelle an euch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ich habe ganz schön viel gebabbelt. Yeah! Liebe! Hey, eigentlich sollte das Ganze schon mal hier sein und mir wurde sogar extra diese wunderschöne Platte mitgebracht und ich habe es einfach nicht hingekriegt, jetzt schön zu zeichnen und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr oder mal irgendwann ein gutes Drama hier hinkriege, das dann auch funktioniert. Sorry, es ist dann doch nur Gelaber geworden, aber es kommt vom Herzen. Habt ihr alles gewusst, was ich so das ganze Jahr gemacht habe? Ich habe euch lieb. Ciao.